Wir reagieren jetzt auf, sieht man das? Geklärt deutsche Memes. Seid ihr bereit? Mir egal, wenn nicht, ich mache jetzt trotzdem Start. 3, 2, 1. Achso, warte mal. Deinen Eltern deine neue Freundin vorstellst. Das ist die neue. Hat ein Loch oben und unten seitlich offen. Ist euch das egal? Komplett. Richtig, mir auch. Aber das eine ist die alte, das andere ist die neue. Faktor 5 bis 10 im Preisunterschied. Obwohl es uns allen gleich egal ist. Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Tipps zu Instagram. Genauso. Mama, das wollte ich dir vorstellen. In der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Einen wunderschönen guten... Sieht man das? Ja. Baby, rein in eure... Er hat sich gegönnt. Hey Leute, bin hier mit der Stefania. Hi Leute. Wir sind hier an den Rhein gekommen und ich bin eben in sie reingekommen. Der Bild ist wenigstens ehrlich. Wenn du klärst, auf was schaust du da so? Erstmals aufs Äußere, muss ich sagen. Und dann ja, weiterhin aufs Äußere. Junge, was ein Typ. Das ist mein plumper Humor, Alter. Genauso muss das sein. Und natürlich auch die inneren Werte zählen natürlich auch irgendwie. Was? Wenn ich die Nachricht, die ich weiterleiten wollte, an dieselbe Person zurückschicke? Oh, das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm, gerade wenn es eigentlich so eine Nachricht ist, die man nicht weiterleiten möchte. Oh nein, kennt ihr das? So, wenn dann willst du dich so darüber lustig machen und dann leitest du die an ihn. Oh, Junge. Ich fühle das. Ich habe ungefähr das Zehnfache verdient, wie die meisten wahrscheinlich überhaupt in ihrem ganzen Leben schon verdient haben. 100 Euro. 100 Euro. Leg das Zehnfache drauf und dann hast du es. Sag, wie alt bist du? Ich bin... Aua! Ah! Hat mich gebissen, die Hose, mir ein Dorn. 53. 53? Ja. Nie wieder Zumba, ey. Hey, du! Sag mal, was studierst du eigentlich? Was ich studiere? Sieht man das nicht? Ich hab Jutebeutel. Pädagogik. Peace! Achso, ja, stimmt. Oh, der Tee ist so heiß. Musst du doch ein bisschen abkühlen lassen. Krass, ne? Für so eine... So eine Runde hier, auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich sehr kalt auf den Straßen, aber macht euch einen gemütlichen Zuhause schön mit warmer Decke. Und die ist eigentlich ruhig, meine Eltern sind zu Hause. Ja, okay. Bin ich verbitten mit Jungs. Was, wie eifersüchtig bist du? Eher ja. Darf ich nichts dagegen haben, wenn du eine Klassengruppe hast und wenn da Jungs drin sind? Da sind doch nicht nur Jungs drin. Voll, ich diese Jungs. Ich bin, Junge, so eine Klassengruppe, so 30 Leute sind da drin. Okay, das ist wirklich Endlevel, Alter. Wallah, ich f***e diese Jungs. wie sagt man, addicted? Süchtig. Süchtig. Ich muss trainieren. Also es hat mit Disziplin überhaupt nichts mehr zu tun. Welches Pedal entfällt bei einem Wagen mit Automatikgetriebe? Welches Pedal, das Gas? Junge, einfach nur mit Kupplung und Bremse. Ich esse Eier auch sehr gerne, sowohl das Innere als auch das Äußere. Egal ob roh oder gekocht, aber Hauptsache mit einer kleinen Prise Maggi. Bitte heute. Maggi! Schon heute wird sich ein bisschen Maggi gegönnt. Das ging schnell. Heute. Gibt es heute Gaming? Kommt heute Gaming? Hallo Lausebube, Bannen, Bananen. Der Hype-Chan kann dich auch überfahren. Du hast Junge, er lacht immer so übelst, so, weißt du? Leute beleidigen es auf übelst und er lacht einfach. Du kleiner... So. Du kleiner Go! Ich bin hier mit Huda und Sonja. Und das Präsent einer schwieriger deutscher Wort ist Wiederholders, Leute. Let's go. Let's go. Okay, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Feuerwehr. Hä, das Wort hat er auch gerade besser ausgesprochen als Sie. Wie bitte? Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Aquarium. Wie bitte? Aquarium. Aquarium. Hä? Also er spricht es eigentlich so gut aus, dass es nicht lustig ist. Und Käse, letzte? Käsekuchen mit Blaubeersoße.
Käsekuchen mit Blaubeerensoße. Ja, gut. Lang laufen bei irgendeinem Hotelzimmer, klopfen und wieder wegklopfen. Ist gottlos. Oh, Entschuldigung. Oh, ist das so unangenehm. So, weißt du, wir sind einfach nur so ein bisschen necken, er fliegt gleich weg. Warte so. Irgendein Hotelzimmer klopfen und wieder wegklopfen. Ist gottlos. Oh, Entschuldigung. Junge, das ist so einfach Ehre genommen, ohne dass man es will. Ups, ich hol dir. Ich bin kurz geflogen. Ich finde das geil, dass sie alle privat chillen, diese ganzen GTA-RP-Leute. Ich feiere das, dass sie sich alle auch, dass sie sich auch alle in echt connected haben und miteinander unterwegs sind. Finde ich cool. Techno mag ich. Ja. Ne? Ungewöhnlich. Ja. Das hat mir gefallen. Ich mag gern Techno. Ja. Die aber richtig, die besser. Die müssen die Gläser im Schrank, die müssen die vibrieren. Ja, so mag ich das. Man kann mein Herz hören, wenn man ein Handy drauflegt. Hey Digga, wie cool ist das? Ich will das auch probieren, Mann. Daddy. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich. Dein Sch. Ja. Ja, genau. Zwiebelmann, dankeschön. Cool. Ich will dich. Ja, wir wollen. Die Hardy Boys. Erzähl mal ein bisschen, hau mal raus. Bist du eher so ein Beziehungsmensch oder doch lieber Freundschaft plus? Ganz klar Beziehung. Und bei mir? Bei dir gar nichts? Ich bin auch ein Beziehungsmensch. Ich sag dir ganz ehrlich, ne, als ich dich heute auf Insta gesehen habe, habe ich direkt gemerkt, du bist anders als die anderen Mädchen. Du bist wirklich was Besonderes. Du hast auf meine Story geantwortet, dass du mich wegnehmen würdest. Das war Autokorrektur. Aber ganz anderes Thema. Wir können es ja mal treffen und dann kann ich dich in meinem AMG abholen. Wir können ja auf dem verlassenen Parkplatz oder. Ey, das gibt bestimmt richtig viele, die privat so schreiben, oder? So mit ihrem Auto oder so. So richtig auf unangenehm, dass sie dann so das Modell sagen oder AMG sagen. Ich würde da auf Frau, als Frau würde ich auf sowas überhaupt nicht anspringen, Alter. Ich würde das so. Also fahren und Red Bull trinken, wenn du willst. Ich hol schon mal die Schlüssel, okay? Ich bin sofort wieder da. Baba, kann ich das Auto haben? Nein. Aber bitte, Baba, es ist wichtig. Ja, das Auto ist in der Werkstatt. Sicher, dass das dein AMG ist? Ja. Habe ich dich eigentlich schon gefragt, ob du noch jung... Spende dir 50 Euro, wenn du Schatzi anrufst und sagst, dass du eine zweite Frau für die Nacht geholt hast, D. 100. Okay, 100 Euro. Ja. Sitzt du? Liegt, ja. Ich werde für heute Nacht die zweite Frau hier hinholen zu mir nach Hause. Okay. Warum lachst okay. du? Glaubst du, da kommt keiner oder was? Okay. Tschüss. Ich hab's gemacht! Warum lacht die denn? Als ob ich das nicht könnte. Ja, Schatzi. Ja. Von welcher zweiten Frau redest du überhaupt die ganze Zeit? Hm? Josephine. Wer ist Josephine? J und J. Sag mal, welches... Ja! Yeah! Wow. Das ist Marcel. Oder gegenseitig. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wiederschauen und reingehauen. War gut gewesen. War gut. Hat mich glücklich gemacht. 500 Leute sind heute gefolgt. 500 Leute sind diesem Stream heute gefolgt. Und willst du auch einer von diesen Leuten sein, dann folg mir jetzt rein, weil es lohnt sich, weil ich bin ein aktiver Mensch. Vielseitiger Content. Manchmal bin ich in der Küche und esse. Manchmal bin ich in meinem Zimmer und esse. Let's go, Alter. Das kannst du dir doch nicht entgehen lassen, Mann.